Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zum zweiten Take des FIFA 16 Karrieremodus mit Arminia Bielefeld. Ja, bisschen bitter, denn ich habe das Ganze gerade schon mal aufgenommen. Allerdings war mein Mikrofon deaktiviert. Warum auch immer, ich habe es nicht eingestellt, aber es ist ein Fakt und deswegen muss ich das Ganze normal aufnehmen. Das heißt, wenn es euch gefällt, dass ich mir die doppelte Arbeit mache, dann lasst einen Daumen nach oben, da wäre eine großartige Unterstützung. Ich musste das Video übrigens auch irgendeinem Fehler von Adobe Premiere zweimal schneiden. Super optimal, aber was willst du machen? Wir spielen heute gegen Heidenheim und danach gegen 1860 München, das heißt im größten Stadion der zweiten Bundesliga, haben Scout-Abschlussbericht zu Immanuel Höhn, den wir aber nicht weiter beachten werden, und Nationaltrainer-Offerte von Ungarn, die wir aber ebenfalls ablehnen werden, denn dazu fehlt uns einfach die Zeit. Wie gesagt, wir spielen gegen Heidenheim, davor wird aber nochmal am Samstag trainiert, wir werden richtig rangenommen, also unsere Spieler werden richtig rangenommen, nochmal Eigenteil vorm Spiel Training machen, das ist alles andere als schön, aber muss halt sein, wenn es die Woche davor vergisst. Christensen werden wir noch ersetzen beim Training, anstattdessen werden wir den Kollegen Ryan Gold trainieren, unseren schottischen Zehner, denn der muss ein bisschen Schusstraining machen. Hat in den letzten Partien einige Großchancen vergeben, dass wir heute im Idealfall besser werden. Mal schauen, ob es denn hilft, wenn wir da ein bisschen am Abschluss feilen. Ich hoffe doch sehr, denn das wäre extrem wichtig. Normalerweise ist die Effizienz unsere größte Stärke. Momentan sieht es nicht so aus. Also schauen wir mal, was das Ganze mit dem Training so bringen wird. Wir haben 5-4-3-2-1-0, ein Upgrade, und zwar bei Burmeister. Der steigt auf 68, sehr, sehr schön. Jetzt können wir uns auf andere Spieler in der Hinsicht konzentrieren, dass wir nicht nur die vielversprechenden trainieren. Ansonsten B und C Noten ist auch in Ordnung und damit können wir beruhigten Gewissens in die Partie gegen den FC Heidenheim gehen. Ich kann schon mal ankündigen, wir werden genauso spielen wie zuvor. In der zweiten Partie wird es dann aber eine drastische Änderung geben. Ich hoffe, da freut ihr euch drauf, beziehungsweise ihr könnt gerne mal in den Kommentaren vermuten, was passieren wird. Allerdings wirklich nur vorher schreiben, wenn ihr keinen Bock habt, dann lasst das halt sein. Wir spielen also im klassischen 4-1-2-1-2 mit der 8 anstatt der 6, das heißt mit Diersen anstelle von Christensen und Christensen in den anstelle von Sonko Sundberg. Ich denke mal, das ist ganz cool. Wir gehen rein in die Partie. Heidenheim, ehemaliger Aufsteiger, dementsprechend nicht so der größte Verein, sagt ja auch der Name schon, Heidenheim, aber trotzdem schwer. Viel Spaß, bis gleich. Der Frühling ist angekommen in Deutschland und die Schülko-Arena erwartete bei bestem Fußballwetter eine Partie zwischen dem Aufsteiger dieser Saison und dem Aufsteiger letzter Saison. Arminia Bielefeld gegen den ersten FC Heidenheim in der Schülko-Arena. Besser kann es doch gar nicht kommen. Die beiden Mannschaften relativ gut in die Saison gekommen. Bielefeld hatte dann genauso wie der Trainer das haben wollte, extrem gut weitergespielt. Tabellenplatz 1 für die Arminia. Hesel im Tor, davor Dick Christensen, Börner, Schuppan, Diersen, Finne, Afane, Gold, Melvin Lorenzen und Lecci. Hier Nacho. Natürlich lag es vor allem an der Defensive, 13 Gegentore bis jetzt für die Arminia, die zu Buche stehen. Sehr, sehr stark auf der anderen Seite. Heidenheim hat ein bisschen nachgelassen. Immer noch stehen sehr gut da, auch dank Torwart Jan Zimmermann davor. Ronny Philipp, Matthias Witter, Kevin Kraus und Arne Feig auf der 6. Griesbeck und Norman Teuerk auf ehemaliger Braunschweiger. Schnatterau und Robert Leipert im offensiven Mittelfeld in der Sturmspitze. Daniel Frahn und Andreas Vogelsammer. Hier sehen wir nochmal die beste Abwehr der Liga mit 7 Toren Vorsprung in Anführungsstrichen. Vor dem SC Paderborn und dem FC St. Pauli hat Arminia Bielefeld. Das spricht für sich und auch heute sollte das im Idealfall nicht anders werden. Wir gehen rein in die Partie und es ging richtig gut los, denn es gab einen Freistoß für Heidenheim. Allerdings ging es gut los für die Arminia, denn Marc Schnatterer nahm sich dieser Aufgabe an und der war alles andere als gut drauf und das wurde bereits nach 7 Minuten klar, denn dieser Freistoß, der geht irgendwo hin, aber nicht mal in die Nähe des Tores von Wolfgang Hesel. Guter Start, also noch in der nächsten Szene sieht man, er ist nicht ganz frisch, setzt sich durch, hat dann Vorsprung vor Dick und verliert den und fällt ja auch noch hin nach dem Tackling des deutschen Rechtsverteidigers, des Kapitäns der Arminia. Es kommt ein Eckball bei raus, der reingeworfen vom Ex-Braunschweiger Norman Teuerkauf, das heißt ein mit Bundesliga-Erfahrung, kommt zu Marc Schnatterer, der kann den einigermaßen kontrollieren, spielt sogar noch einen guten Pass und dann ist Vogelsammer da und macht fast das 1-0 am langen Pfosten knapp vorbei. Hesel muss nicht eingreifen, es blieb weiterhin beim 0-0 nach 12 Minuten. Danach die Partie von Fehlpässen geprägt, hier sehen wir gleich 3 Ballverluste im Halt von wenigen Sekunden, das machte das Ganze ein bisschen schwer erträglich. Bielefeld gab überhaupt nicht nach vorne und Heidenheim, naja, die Defensive von Bielefeld spricht halt für sich. Erst nach knapp 30 Minuten kam der Mine dann mal nach vorne. Iheanacho macht hier Druck auf seinen Verteidiger und macht es gleich nochmal. Fälscht dann diesen Ball ab und dann kommt Lorenzen im Kopfballduell gegen Teuerkauf. Gewinnt das Ganze, setzt sich hier klasse durch, springt über die Grätsche aus 16 Metern, zieht er ab und Zimmermann ist da und wehrt den Ball zur Ecke ab. Klasse Tat des Keepers des ersten FC Heidenheims und Lorenzen macht nicht sein 12. Saisontor. Die anschließende Ecke von Diersen, Zimmermann faustet hier raus. Allerdings direkt auf den Schlappen von Schuppan. Der läuft nochmal ein paar Meter, zieht ab und macht das 1-0. Was für ein klasse Tor von Sebastian Schuppan.
Toren. Das erste Saisontor für den Linksverteidiger der Arminia steht oft in der Kritik, gilt als schwächster Punkt im Team, als einer der beliebtesten Spieler, aber trotzdem als einer der qualitativ schlechtesten. Und hier zeigt er, wie er mit Kritik umgeht. Wunderbarer Schuss aus knapp 18 Metern. Zimmermann chancenlos, steht vielleicht einen Zentimeter zu weit vor seinem Kasten, sonst wäre er da reingekommen. Aber so macht der Linksverteidiger den Ball rein und die Arminia führt. Bitter für Heidenheim, die hatten richtig gut begonnen in dieser Partie, waren das bessere Team. Und dann gab es eine Chance, die führt zum Eckball. Und aus der zweiten Chance wird dann direkt das unhaltbare 1:0 für die Arminia. Die versuchte natürlich im zweiten Durchgang im Idealfall genauso weiterzumachen. Von Heidenheim musste ein bisschen mehr kommen, denn wirkliche Torchancen hatten sie sich nicht rausgespielt. Das wurde aber auch nicht besser, denn jetzt war die Arminia da. Ryan Gold, der Zehner aus Schottland, spielt hier den Ball auf Kelechi Iheanacho. Da waren 10 Minuten im zweiten Durchgang gespielt und es steht nicht 2:0. Der Ball trudelt auf der Linie entlang und springt von Innenpfosten dann im Endeffekt aus dem Tor hinaus. Der Nigerianer also nicht mit seinem zweiten Tor für die Arminia, war da aber nah dran. Auf der anderen Seite war Heidenheim ganz, ganz weit weg vom Erfolgserlebnis. Hier Grimaldi mit dem Ball auf Griesbeck und das war das Gefährlichste, was zunächst einmal zustande gebracht wurde von der Offensivabteilung der Heidenheim. Auf der anderen Seite sah das deutlich besser aus. Torgefahr gab es bei der Arminia. Das ist Ryan Gold, der sich außen klasse durchsetzt und dann mit dem rechten Fuß die Flanke schlägt. Und da sind zwei Arminen und der Kopf war dann im letzten Moment noch abgewehrt vom Verteidiger. Ansonsten wäre das ganz gefährlich und wahrscheinlich das 2:0 geworden. Genauso wie diese Situation hier. Amina Afane setzt sich außen durch, der Ball auf Ryan Gold, der mit dem Fehlpass. Aber Iheanacho setzt nochmal unter Druck und die zwingen die Defensive der Heidenheimer zum Fehler. Dann kommt Afane mit dem Ball auf Ryan Gold, der Linksfuß im 16er, 11 Meter Entfernung und er setzt den tatsächlich vorbei. Momentan ist der nicht so gut drauf, ist nicht in Form und da müssen es halt andere machen und das wollte Iheanacho übernehmen. Klasse Ballmitnahme mit der Hacke, geht in den 16er, gleiche Position wie eben und wieder ist Zimmermann da. Allerdings ist die Szene noch nicht vorbei, denn der Ball rausgespielt auf Dennis Mast, mittlerweile eingewechselt, perfekte Flanke, Iheanacho 2:0. Das ist die 81. Spielminute und das 2:0 für die Arminia. Perfekte Flanke vom eingewechselten Mast, der wollte zeigen, warum auch er ab und zu mal spielen sollte. Das macht er hier perfekt. Der Ball von Gold in den Rückraum gespielt, die Flanke auf den zweiten Pfosten ideal. Da steht Iheanacho weg, Zimmermann ist chancenlos und die Arminia führt 2:0. Heidenheim warf jetzt vieles nach vorne, mussten sie logischerweise auch, denn sie wollten noch irgendwie rankommen. Aber Christensen erobert hier den Ball. Eigentlich eine Kerze, allerdings kommt Iheanacho daran und verlängert. Der Ball dann auf Ryan Gold und der spielt in den Lauf von Melvin Lorenzen. Der hat noch ein bisschen Energie, setzt sich klasse durch außen gegen Arne Feig und springt dann die Flanke in die Mitte auf Iheanacho. Nicht auf den zweiten Pfosten, der Fahne wäre da gewesen, aber im Hintergrund ist Tim Diersen da. 3:0, 88. Minute. Der ehemalige Hannoveraner mit seinem nächsten Tor für die Arminia. Seitdem er von seiner Verletzung zurückgekehrt ist, ist er ein unfassbar wichtiger Teil dieser Mannschaft. Sieht man hier, erobert sich klasse den Ball, wunderbar an und Mitnahme und dann lässt der Zimmermann keine Chance. Das 3:0 und jetzt brach Heidenheim vollends auseinander. Nochmal in der Offensive, wieder ist es Christensen, der den Ball erobert und Gold, der den Ball nach vorne spielt. Iheanacho wieder raus und wieder auf Lorenz, der immer noch genug Energie hatte gegen Kraus und den Ball in die Mitte spielt auf Iheanacho, der Nigerianer mit dem schwachen rechten Fuß gegen Zimmermann, kann ihn nicht mehr rechtzeitig kontrollieren. Gut rausgekommen vom Keeper der Heidenheimer und somit das 0:4 und die komplette Blamage verhindert. Aber auch so grenzt das Ganze an eine Katastrophe für Heidenheim, denn die verlieren desolat mit 3:0 gegen Arminia Bielefeld, brachen nach dem 0:2 vollkommen auseinander und die Arminen konnten dank dem Tor von Schuppan, der seine Mannschaft hier auf die Siegstraße gebracht hat und den Weg für den Sieg ebnete, 3 Punkte einfahren. Es ist beeindruckend, wie der Aufsteiger momentan spielt, auch bedingt durch solche Transfers wie von Ryan Gold, die zweijährige Leihe, oder Kelechi Iheanacho, der bereits sein zweites Tor erzielte. Bei Heidenheim sieht es schlecht aus, die Arminia schwimmt auf einer Erfolgswelle und die ja, ist momentan auf bestem Kurs in die erste Liga. Lorenzen und Co. gewinnen 3:0 gegen den 1. FC Heidenheim. Also besser kann es ja kaum noch laufen, ne? Müssen wir mal ganz ehrlich sagen. Normalerweise schießen wir nicht viele Tore. Dieses Mal schießen wir sogar Tore und zwar en masse 3 Stück. Das haben wir das letzte Mal vor Ewigkeiten geschafft und im Endeffekt war der Sieg natürlich auch verdient. Ich bin beeindruckt bzw. begeistert von Iheanacho. Der gefällt mir richtig gut, unser nigerianischer Stürmerstar, unser neuer Stürmerstar, ja, von Manchester City geholt. Lorenzen daneben ist auch super. Allerdings wird es in der nächsten Partie, wie gesagt, eine Änderung geben und die ist nicht ganz so... wenig schwertragend. Was ist denn das Gegenteil von schwertragend? Nicht ganz so auf die leichte Schulter zu nehmen. Vielleicht, was passieren wird, werden wir gleich sehen. Wir gucken uns zunächst einmal ja die Pressekonferenz an. Da loben wir den eben erwähnten Iheanacho. Der hat sich super eingefunden bei uns und dementsprechend verdient er auch das Lob. Und jetzt gucken wir mal auf die Tabelle. Und da sehen wir, wir sind Erster. Wir haben richtig ordentlich Vorsprung. Vor 1860, vor Kaiserslautern. Momentan 11 Punkte. Und die wollen wir natürlich noch ausbauen. Denn, man muss dazu sagen, die 60er sind momentan Tabellendritter. Mit einem Sieg können die auf immerhin 8 Punkte rankommen. Oder sind es 9 Punkte rankommen. Mit einer Niederlage setzen wir uns auf 14 Punkte vor Lautern.
Das wäre für uns quasi der Aufstieg. Das sollten wir uns nicht nehmen lassen. Allerdings, wie gesagt, mit der Änderung. Ryan Gold steht nicht in der Startelf. Und alle jetzt so, was? Ja, richtig. Der hat mir letzte Partie nicht so gut gefallen. Dennis Must sollte spielen, aber ich wollte auch nicht Afane rausnehmen, der zum Glück Zehner spielen kann. Und Finne auch nicht, der linkes Mittelfeld spielt. Dementsprechend der Norweger und der Schwede werden dem Schotten vorgezogen. Das könnte interessant werden. Ich wünsche euch viel Spaß im größten Stadion der zweiten Liga in der Allianz Arena. Und wir sehen uns gleich wieder nach dem Topspiel der zweiten Bundesliga. Arminia Bielefeld zu Gast in der Allianz Arena. Die 60er Löwen erwartet den Tabellenführer der zweiten Bundesliga. Das größte Stadion der Liga, ausnahmsweise mal ausverkauft. Normalerweise sind die Zuschauerkapazitäten im Stadion, das ebenfalls dem FC Bayern zusteht, nicht erschöpft. Allerdings war heute der Tabellenführer zu Gast und dementsprechend Familientag bei 1860 München. Viele Freikarten wurden verteilt, damit möglichst viele Zuschauer ihre, Helden kann man nicht sagen, denn sie waren natürlich für 1860 München mit Vitus Eicher-Kovac, Valori Schindler, Wittek, Bülow, Stahl, Wolf Bandowski, Adlung und Hein ja sehen können. Allerdings waren die Stars auf der anderen Seite ja angesiedelt. Einer war jedoch gar nicht dabei. Und das besonders spannend, denn Ryan Gold saß nur auf der Bank. Hesel im Tor davor, Dick Christensen, Börner, Schuppan, Diersen, Mast, der sich festgespielt hat nach seiner Vorlage für Iheanacho in der letzten Partie. Afane auf der 10, links Bart Finne und vorne wieder Kelechi, Iheanacho und Melvin Lorenzen. Auch war Lorenzen im Fokus, weil es das Duell war des Top-Torschützen der zweiten Liga mit 11 Toren, Melvin Lorenzen, und des zweitbesten Torschützen mit 8 Toren, Daniel Adlung. Das Ganze natürlich heute ein direkter Vergleich und der eine sollte das bessere Ende haben. Wer das war, das werden wir später rausfinden. Wir springen rein in die Partie und direkt versucht haben, ja gut nach vorne zu spielen und die 60er ordentlich unter Druck zu setzen. Iheanacho sehen wir hier mit dem starken linken Fuß mit der Flanke und da ist dann Vitus Eicher da. Niemand kommt daran. Das wäre die erste Gelegenheit gewesen für Lorenzen. Hier hätte es eventuell die zweite geben können, aber Finne mit dem Ball im Rückraum vollkommen ohne Plan und vollkommen ohne Sinn. Dementsprechend blieb es beim 0:0 trotz der eigentlich guten Chance. Allerdings kam dann der erste Auftritt von Lorenzen und zwar vorgelegt von Iheanacho. Wunderbar gespielt und das hier macht er richtig gut. Hat den Geschwindigkeitsvorteil gegen Wittek. Zieht ab und macht das 1:0. 18. Spielminute. Der Führungstreffer für die Arminia und das 12. Saisontor für Melvin Lorenzen. Er zieht also weiter davon. Einmal mit der Arminia, die jetzt 14 Punkte Vorsprung bei diesem Spielstand auf den Tabellenzweiten auf den FC Kaiserslautern hat. Und natürlich auch in Sachen Toren. 4 Tore Vorsprung vor Daniel Adlung. Das sieht doch mal richtig gut aus für den Deutsch-Engländer. Es ging weiter mit Chancen für die Arminia. Hier gibt es einen Freistoß gegen 1860 München. Afane kann das aus großen Distanzen. Das will er hier beweisen. Vitus Eicher muss da gerade nochmal so hin. Riesenchance durch den Schweden. Allerdings verhindert der Keeper wunderbar hier das 0:2, den Einschlag zum 0:2. Wenn es Chancen gab, dann waren es meistens Zufallsprodukte, beispielsweise hier abgefälscht, dann ganz, ganz schlecht von Schindler und Lorenzen kommt noch dran, aber Schindler macht seinen eigenen Fehler wieder gut und verhindert das 0:2. Wir unterschlagen keine Szenen von 1860 München, es gab schlicht und ergreifend keine. Das hier, die größte Chance im ersten Durchgang, Wandowski mit einer Flanke in die Mitte und dann rausgefaustet von Hesel und es ergibt sich aus der größten Chance für 1860, die gar keine richtige Chance war, sogar noch ein Konter für die Arminia, für den Tabellenführer. Klasse gemacht von Lorenzen, lässt sich nicht vom Ball trennen und wartet dann auf Bart Finne. Der Norweger kriegt hier den Ball zugespielt, wartet in der Mitte auf Iheanacho. Die Flanke kommt, Iheanacho ist da, aber noch abgefälschter Kopfball und dementsprechend nicht aufs Tor gebracht. Allerdings sind sie auch nach Ecken gefährlich. Da haben sie kopfballstarke Spieler. Zuletzt hatte Schuppan nach einer Ecke indirekt getroffen und hier die Sprungkraft von Christensen beeindruckend, aber nicht zielführend, denn sie kommen nicht an den Ball heran und dementsprechend ging es mit einem 0:1 aus Sicht der 60er und einem 1:0 aus Sicht der Arminia in die Halbzeit. Die Fans, die waren vollkommen zu Recht zufrieden, denn Melvin Lorenzen hatte getroffen, hatte seine Mannschaft in Führung gebracht und deswegen war hier richtig gute Stimmung, zumindest im Gästeblock. Auf der anderen Seite waren die Fans natürlich enttäuscht, dass von 1860 absolut noch überhaupt nichts gekommen war und auch in der zweiten Halbzeit sollte das zunächst einmal nicht besser werden, denn den Anfang machte schon wieder Arminia Bielefeld und das sah teilweise wirklich richtig gut aus und sogar erstligareif. Hier haben wir den Ball auf Dennis Mast, der sich außen durchsetzt, geht dann in die Mitte und spielt die Flanke in den Rückraum und da steht Lorenzen aus 11 Metern mit dem schwachen linken Fuß, heute den Volley übers Tor, das wäre eine Bewerbung fürs Tor des Monats gewesen. So bleibt es erstmal beim 0:1, 70. Minute, dann wieder mal Dennis Mast, der außen extrem aktiv und extrem gut aufspielte, kriegt einen Freistoß zugesprochen und danach gab es einen Wechsel, ja, Ryan Gold kam rein. Das wurde auch langsam mal Zeit. Es war bereits die 70. Minute. Das heißt, nur 20 Minuten für den Schotten, sich zu beweisen, beziehungsweise zurück in die Startelf zu spielen. Auch kam Sonko Sundberg. Dafür ging Christensen aus der Partie. Nein, Christensen ging nicht aus der Partie. Christensen ging auf die 6 und Diersen ging aus der Partie. Dementsprechend spielte der Däne wieder auf seine angestammte Position, die er schon länger nicht mehr bekleidet hatte. Und Gold wollte sich gleich mit dem direkten Freistoß einfinden, wie es Afane vorhin gemacht hat, sein Versuch. Aber deutlich schwächer Eicher, mit weniger Problemen als vorhin beim Schweden. Danach gab es eine Schocksituation, und zwar eine Torchance für 1860 München.
München. Das war aber schon alles. Hesing muss da gar nicht richtig ernst nehmen, diese Aktion, denn es blieb weiterhin beim 0:1. Dann Schock auf der anderen Seite, Flanke von Christensen vom Dänen in die Mitte, verlängert auf Ihe Anacho und der fällt da ganz unglücklich im Zweikampf mit Vitus Eicher, muss behandelt werden. Das Spiel wird jetzt gleich unterbrochen, nachdem mir fast noch die Konterchance entstanden wäre und da musste Ihe Anacho ausgewechselt werden. Schockdiagnose, Schulter ausgegoogelt, OP notwendig. Digerianer wird bis zu 8 Wochen ausfallen. Extrem bitter für Arminia Bielefeld und die waren richtig geschockt. Die gingen nicht mehr so extrem drauf, spielten jetzt vorsichtiger und dementsprechend kam 60 München zur größten Chance der Partie. Aber das war es dann auch schon wieder. Bülow, der Innenverteidiger, verzieht am Tor vorbei und dementsprechend gewinnt Arminia Bielefeld mit 0:1 aus Sicht der Löwen in der Allianz Arena. Allerdings sind die 3 Punkte vielleicht gar nicht so wichtig. Viel wichtiger die Verletzung von Ihe Anacho, der mit einem Krankenwagen aus dem Stadion direkt ins städtische Krankenhaus transportiert wurde und direkt notoperiert wurde. Das Ganze war ernster, als es zunächst aussah. Auch wenn es nur nach ausgekugelten Schultern hört, war das Ganze alles andere als schön. Und Lorenzen muss in der nächsten Woche wohl wieder Finne neben sich begrüßen. Auf jeden Fall wird der Nigerianer ausfallen. Wie lange ist ungewiss. Wir wünschen an dieser Stelle gute Besserung. Und vor allem wünschen wir gute Besserung an 1860 München. Nach diesem desolaten Auftritt steigt man so nicht auf in Liga 1. Da muss noch einiges kommen. Bielefeld gewinnt gegen München. So, ich würde sagen bitter, oder? Sehr, sehr bitter sogar. Ihe Anacho hat richtig gut aufgespielt gerade. Und dann fällt er 8 Wochen aus. Da sehen wir auch, eine OP war notwendig, denn Lasogga hat sich ja jetzt bereits mehrfach die Schulter ausgegoogelt, fällt allerdings nur 2 Wochen ungefähr aus, weil er keine OP bekommt. Das heißt, logischerweise, mit OP verzögert sich das und deswegen können diese 8 Wochen zustande kommen. Sag ich jetzt mal. Ich habe da keine Ahnung von. Im Endeffekt ist es bitter. Extrem bitter. Nächste Episode also mit Finne vorne. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, wir können irgendwie auch ohne Ihe Anacho punkten. Bis dann. Haut rein. Und ciao. Haut rein. Und ciao. Haut rein.